Wollten wir den Teppich im neuen Haus hinlegen? Im Wohnzimmer, ne? Ich würde das, ja, Wohnzimmer. Die Sofa, ist doch schön. Die ganze Ecke, ne? Ja. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Leona macht sich gerade für die Schule fertig. Sie hat ja immer Nachmittagsunterricht, das ist irgendwie so blockweise gemacht. Richtig gut, damit die Gruppen nicht so groß sind. Und sie wird gleich von ihren Freundinnen abgeholt. Sie fährt mit Fahrrad. Hi! Ich packe mir mein Stirnband ein. Möchtest du ein Stirnband rumlaufen? Okay. Wichtig ist der Helm, ne? Ja, ich gucke gerade, wo der ist. Ich suche schon meine Sachen raus zum Anziehen. Mhm. Das Zeug ist gepackt. Ja, Leona und ich haben heute über ihre neue Schule gesprochen. Ja, viel. Was suchst du noch? Eine Mütze? Ah, nee, Stirnband. Den habe ich letztens hier hingetan. Ach so, stimmt, der ist hier noch ein neues Lastenfahrrad. Okay, dann kannst du den ja holen. Mhm. Jacke? Meine Jacke ist hier, meine Schuhe und Schal. Mein Rucksack. Genau. Hast du was zu trinken mit, Schatz? Ja. Masken mit? Gut. Hi. Oh, da liegt aber ganz schön viel Sand, da muss ich gleich mal wegsaugen. Alex hatte heute Kontakt mit dem Transportunternehmen wegen dem Umzug. Und ich dachte ja, einfach Kisten packen ab in den Container, so wie man es kennt. Aber da muss man wohl alles nummerieren und eine Liste führen, was auch in einem Karton drin ist. Also wenn du jetzt eine Kiste machst, schreibst du eine 1 drauf, schreibst du auf deine Liste 1, Kleidung zum Beispiel. Und das müssen wir mit jedem einzelnen Karton machen und mit jedem Möbelstück, was quasi auch dann ja in Luftpolsterfolie eingeschlagen wird. Das ist nochmal ein bisschen mehr Organisation. Wir werden irgendwie eine Liste ausdrucken und die dann immer bereitlegen und danach und nach alles eintragen. Ja? Darf ich schnell meine Schuhe anziehen, die Garage öffnen und schnell mein Helm holen? Natürlich darfst du das, Schatz. Unser Reh isst Gurken. Frieda, schmeckt das? Mhm. Ja? Gurkensalat zum Mittag. Nein. Ich höre den Kleinen. Der will doch noch nicht schlafen. Oh, ich sehe ein Füßchen. Ein Nacki-Füßchen. Oh, du bist ja süß. Willst du wieder zudecken? Au. Aber warte, der will gar nicht schlafen. Wir können ihn rausnehmen. Ich mach aus, warte. Das ist ganz schwer, ne? Das ist für den Kamin, damit man das Feuer anmachen kann. Oder dann sauber machen kann, aber den Kamin. Wie groß ist das? Das ist eine Zange. So eine Zange. Ja. Das siehst du jetzt erst. Was ist das? Steht aber immer schon hier. Das ist ein Haken. Was? Das ist eine Bürste oder ein kleiner Besen, ne? Genau, aber für den Kamin. Hier wieder rein. Kann man dann so machen? Ne, innen drin. Man macht auf und dann macht man die Asche daraus. Asche ist verbranntes Holz. Wo ist dein Lisa? Da. So rum. Ja, und dann hochziehen. Also Moritz hatte schon seinen Brei heute und hat Milch getrunken. Jetzt dachte ich, er will schlafen, aber er will, glaube ich, doch noch ein bisschen wach bleiben. Ich glaube, ich gehe jetzt mit den Kleinen hoch ins Spielzimmer, ins Kinderzimmer. Oder wir gehen ins Babyzimmer. Ich wollte ja schon mal die Wandtattoos abmachen. Das ist ein Spielrecht. Das ist nicht da drauf sitzen. Das ist dorthin. Leona ist jetzt in der Schule. Ich wollte mal gerade das Licht hier ausmachen. Sieht hier so ein bisschen unordentlich aus, kommt davon, weil sie immer total gerne mit Klopapierrollen bastelt. Dieses Zimmer hier werden wir nutzen, um alle Kartons unterzubringen. Die werden wir hier erstmal sammeln. Den Teppich müssen wir nochmal reinigen. Den Teppich nehmen wir nämlich mit, der ist schlicht weiß. Ich glaube, der passt in jedes Haus rein. Und der ist ja auch noch neu. Die IKEA-Regale kommen mit. Diese Wickelkommode werde ich mitnehmen. Die werde ich in Moritz' Zimmer stellen. Das Schöne ist im neuen Haus, dass Moritz ein eigenes Zimmer hat, auf der gleichen Etage wie die Eltern, also wie wir auch. Hier hätte ich ja immer hochlaufen müssen, was ich ein bisschen unpraktisch fand. Hätte ich auch gemacht, sobald er halt durchgeschlafen hätte, dann geht das. Aber wenn du alle 2-3 Stunden immer hochlaufen musst, nachts ist schon nervig, wenn man so richtig müde ist. Deswegen passt das so ganz gut. Also Bild kommt mit, dann kommt dieser wunderschöne Zug hier mit. Dann kommt der Wickeltisch mit, den stelle ich ins Zimmer zusammen mit das Babybettchen. Dieses Mobile haben wir nicht mal geschafft aufzuhängen. Aber das werden wir dann im neuen Haus nachholen. Dann werden wir auch das Zimmer in diesen Tönen hier gestalten.
So ein helles Grün, Beige und Senfgelb finde ich richtig schön. Hier haben wir noch Schnullerketten, sehe ich gerade. Die wären praktisch für unterwegs. Oder müssen wir den in die Reinigung bringen? Nee, ich würde das mit dem Gerät machen. Weil das sind so Flecken, ja, ich sehe das. Also willst du vorher machen? Oder drüben? Hier. Schon im neuen Haus hier? Und dann nochmal drüben wahrscheinlich, ne, nach dem Umzug. Ja, dann muss ich das jetzt damit anfangen, ne, weil ich will schon die ersten Kartons hier stapeln. Reinigen, einrollen. Ja, dann muss aber austrocknen erstmal, ne? Genau. Dann muss ich das heute machen? Ich wollte mal die Dinger da abmachen. Ne, gibt Schlimmeres im Leben. Ja. Wir brauchen das Zimmer aber noch für die Gäste die letzten Wochen. Genau. Ja, die Sache ist, ich will das jetzt machen auf jeden Fall, dass es ein bisschen abtrocknet. Und dann will ich schon die ersten Kartons hier packen. Dieses ganze Büro, was ich alles nicht brauche, aber nicht abgebe quasi. Dann pack doch schon mal das Büro, solange er noch wach ist. Ja. Aber der sieht aus, ob er jetzt schlafen will. Ja, vielleicht nochmal Milch anbieten? Hat schon getrunken. Okay. Guck mal, da steht Moritz drauf. Da kann man ja auch Sachen verstauen, wenn man die nur in den Schrank stellt. Aber der Alex holt sein schweres Gefährtchen. Haben wir kurz ausgeliehen gehabt an Freunden. Die haben mich sehr gefreut. Die haben damit auch alles sauber gemacht. Der kleine Mann schläft jetzt. Ich glaube, jetzt können wir auch hier weitermachen. Ich baue einfach mal einen Platz mit auf. Oder hängen die mal mit nach oben. Haben wir den Edding schon? Nicht dein Ernst. Der Kleine schläft jetzt auch nicht mehr. Doch, oder? Ach doch, oder? Ja, seine Füße sind auf jeden Fall wieder am Wippen. Nicht ernst, oder? Langsam wird's ernst. Irgendwie kommt mir so vor, als ob wir noch nichts gemacht hätten. Dabei haben wir die ganzen Monate schon organisiert und geplant. Und ja, aber nichts. Ja, also was für ein Umzug dazu beiträgt, auf jeden Fall nicht. Aber richtig viele Termine und Telefonate und E-Mails. Wir kämpfen und packen aus und wir haben große Unterstützung. Das stimmt. Aber es ist auch irgendwie so, wenn der Container jetzt nicht rechtzeitig kommt oder sich verspätet oder was auch immer, dann sitzen wir halt schon auf gepackten Sachen. Ne? Dann müssen wir halt gucken, dann leben wir aus Kartons erstmal. Keine Ahnung. Ja. Oh, wir hoffen einfach, dass alles glatt läuft. Und wenn nicht, schaffen wir das auch irgendwie. Die Stühle müssen wir auch einmal vorher machen. Aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Ja, ich würde auch mal vor der Fahrt nochmal machen. Ja, dass sie nicht nass in den Container kommen auf jeden Fall. Ja. Du hörst ihn ja gar nicht, wenn du jetzt da oben den Teppich machst. Nee, dann bleibe ich hier unten. Und du nimmst die Kamera mit hoch? Ja. Okay. Kurz und schmerzlos. So. Ja, so Leute, ich bin fertig. Ja, wie man sieht, die Flecken sind noch da, es ist nicht alles weggegangen. Das ist auch so hartnäckig, irgendwie glaube ich, brauche ich dafür irgendein Reinigungsmittel, das Ganze einweichen kann oder so. Und dann wird es wahrscheinlich weggehen, aber so jetzt mit dem Reinigungsmittel ist nicht hundertprozentig weggegangen. Ist aber weniger geworden, ist jetzt okay, ich lasse das so. Ich habe das Ganze jetzt abgesaugt, räume das so ein bisschen, richte das so ein bisschen her, also mache hier ein bisschen Platz. Und da können wir schon die ersten Kartons hier stapeln. Genau, wie ihr wisst, das ist unser Zimmer. Hier wollen wir alle Kartons stapeln, so gut es geht. So, dass es nicht unten überall rumliegt, weil es ist jedes Zimmer bei uns besetzt. Wir haben kein Zimmer ansonsten hier im Haus, wo wir das zwischenlagern können. Uiuiui, hier im Schrank sehe ich gerade, dass wir richtig viel Wäsche haben. Isabo, sie hört mich nicht. Und das müssen wir noch klären, was wir damit machen. Hier ist so Kleidung, keine Ahnung, welche Größe. Ich glaube, das ist alles Leonas Kleidung. Im Prinzip könnte das Pauline bald demnächst alles anziehen und Frieda. Ich würde das, ja, Wohnzimmer. Die ist doch schön. Fernsehecke, ne? Ja. Ist doch egal, dann hat das ein paar Flecken, aber was willst du machen? Wir haben halt so einen hellen Teppich genommen. War uns vorher bewusst oder nicht? Also mir schon. Mit Kindern. Das ist so. Und dann noch der Hund, der war klein, ne?
Da haben wir ja, als Bruno das ein, zweimal hier drauf gepinkelt hat, da haben wir den Teppich zusammengerollt, ne, und nach oben gebracht. Das war der Zeitpunkt. Guck mal, jetzt ist er schon ein Jahr alt. Aber ich glaube, der Moritz wird auch noch Flecken drauf machen. Und das ja sicher. Das ist jetzt egal, ist halt so. Ja, ich habe das jetzt so zusammengerollt von beiden Seiten, links und rechts. Eins ist wichtig, das muss auf jeden Fall trocken werden. Denn das Speditionsunternehmen hat mir auch eins gesagt, sehr wichtig ist, die Sachen, ob Kleidung, Textilien oder Möbel, müssen trocken sein, weil das meiste wird dann quasi nochmal in eine Folie gehüllt. Genau, wenn das so ein bisschen Restfeuchte hat, dann ist es schlecht, dann schimmelt das über die paar Wochen, wenn das unterwegs ist. Dann hat man keinen Spaß daran. Ja, ich habe mir so ein bisschen Platz gemacht hier. Hier will ich, Isabo, easy, hier will ich so anfangen aufzustapeln. Da mache ich gerade mal schnell die genau. Tattoos ab, weil die möchten die Tattoos neuen Mieter nicht haben. Yes. Genau, das soll ja ein Gästezimmer werden, glaube ich. Ja. Genau, da fangen wir an zu stapeln und dann müssen wir uns hier quasi hier bereit machen. Mit dem Sofa, ja, lassen wir da erstmal stehen. Das bleibt auch hier stehen, das wollen die übernehmen. Ja genau, das wollen die übernehmen, aber dann müssen wir dann irgendwie drumherum stapeln, oder so. Aber das brauchen wir auch noch, weil unsere Eltern noch kommen, wenn es Lockdown zulässt. Ja, wenn es zulässt, dann kriegen wir noch Gäste, die übernachten müssen, also deine und meine Eltern. Das heißt, wir können das Sofa muss noch aufklappbar sein, mein Schatz. Ja, ja, deswegen will ich hier anfangen zu stapeln. Sollte erstmal halt reichen, der Raum ist echt... Gut, dass man diese rückstandslos abmachen ja. kann. Ja, der Raum ist echt groß hier. Hier passen so einige Kartons rein, hoffe ich mal. Trotz Schräge ist wirklich ein schöner Raum. Also schönes Haus, ja. 72 Deckenhöhe im Dachgeschoss, das ist schon heftig, ne? Jetzt also haben wir gar keine Schräge mehr im neuen Haus. Keine Schräge, aber dafür 250 Deckenhöhe. Genau. Jetzt ist, was auch nicht schlimm ist. Also. Ist. Was auch nicht schlimm ist. Das nebenan, das Grundstück, das wird gerade vermessen. Kommt irgendwann der Abrissbagger. Dann hier hoffentlich weg. So, easy, ich würde jetzt nach unten gehen. Wir müssen sie wie organisieren, dass es immer so ein Ordner ist, wo wir immer chronologisch quasi durchnummerieren und da alles reinschreiben, was wir einpacken halt. Ne? Chronologisch kann doch miteinander sein. Vor 3 Tagen gepackt, da ist das Nummer 20 drauf geschrieben auf dem Paket oder auf irgendein Packstück. Da musst du quasi anhand der Liste gucken, wo du jetzt weitermachst und dann immer weiterführst. Ne? Aber haben wir echt. Und ganz wichtig ist, easy, du schreibst da drauf, ne? Verschussel es nicht. Ich will nicht, dass unser Zoll dann irgendwas entsorgt oder wegschmeißt oder was weiß ich. So, ich bereite mal die Unterlagen vor dafür. Die er nicht schlecht machen will. Mach dich nicht schlecht, was machen wir mit der Lampe? Ja, die muss mit, der Wahlpass perfekt dahin, wo wir hingehen. Ja, dann müssen wir dann einpacken in Folie und dann draufschreiben schon mal. Richtig. Nummer 1. Und Wickeltisch muss. Ja, die großen Sachen machen das unten zu unternehmen, soll genau. das Genau. Ich mache jetzt mir Klatsch. Das machst du hier, das Bild. Machst du auch, ne? Kommt auch mit. Alles kommt mit. Bevor wieder einige Kommentare kommen, warum wir denn das hier alles noch gemacht haben, obwohl wir vor einem Jahr schon wussten, dass wir auswandern möchten. Also eigentlich steht der Plan zur Auswanderung ja, oder der Gedanke, der Wunsch zur Auswanderung schon seitdem wir nach Berlin gekommen sind. Aber wir haben uns damals nicht getraut, diesen großen Schritt zu gehen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen nach Berlin. Das war ja auch beruflich bedingt. Dann haben wir gesagt, wir schauen erstmal, wie es dann da wird. Ob wir das überhaupt können, ohne Familie, ohne Freunde in der Nähe und wie das so ist, alleine, ohne Eltern, ohne Großeltern. Und dann vor einem Jahr war es ja so, dass ich die Unternehmung nicht gegründet habe, die ich vorhatte in Berlin. Und dann waren wir so, okay, wir sind nicht mehr von Berlin abhängig. Berlin ist wunderschön. Das ist auch unsere deutsche Stadt. Und sonst hätten wir auch dieses Haus nicht gekauft. Manchmal ändern sich halt Pläne und dann haben wir gedacht, so, jetzt sind wir nicht mehr gebunden, jetzt lasst es doch so einfach mal machen. Wir wussten aber nie, wann genau. Also geht es jetzt in 3 Monaten los, geht es in einem Jahr los, geht es in 3 Jahren los. Wir hatten eigentlich auch noch ein anderes Projekt und zwar wollten wir hier in Deutschland noch ein Mehrfamilienhaus kaufen. Ich glaube, das haben auch manche von euch mitbekommen. Das hat dann nachher nicht geklappt, beziehungsweise wir haben uns dann dagegen entschieden und uns für die Auswanderung entschieden. Weil Leona halt auch nicht jünger wird und ich glaube, umso älter du wirst, desto schwieriger wird es, die Sprache kennenzulernen. Wir haben uns dann gegen das Mehrfamilienhaus entschieden, gegen dieses große Projekt. Das sollte auch gefilmt werden und festgehalten werden auf Alex Kanal und so. Und haben uns dann halt dagegen entschieden und haben uns jetzt für das Abenteuer Ausland entschieden. Also wussten wir nie genau wann, ob in 1 Jahr oder 2 Jahren. Deswegen haben wir hier auch noch alles hübsch gemacht für Moritz, haben noch den Garten gemacht. Weil wir sind ehrlich gesagt davon ausgegangen, wenn wir uns jetzt auf die Suche machen nach einem Haus im Ausland, wird das vielleicht
ein Jahr mindestens dauern, bis man da was hat. Wir sind ja noch nicht ausgewandert, wir wussten auch gar nicht, wie viel Organisation das bedarf. Und deswegen haben wir unser Haus auch weiterhin hübsch gemacht für uns. Und das Haus bleibt uns ja. Wir werten es ja nur auf. Und sowas ist ja nur ein kleiner Aufwand. Aber die waren wirklich gut, diese Wandtattoos, muss ich sagen. Ich konnte die jetzt rückstandslos entfernen. Jetzt sieht das hier wieder so richtig leer aus, ne? Okay, Alex hat jetzt erstmal alles irgendwie in die Regale gestellt. Das muss man dann verpacken. Das mache ich auch noch. Ja. Ihr spielt nur? Ja. Ich dachte, hier weint jemand. Ja, aber der hat hier ein Baby. Ihr spielt Babys? Ja. Freuen wir denn hier auch noch heute auf? Nein. Mit Mama zusammen später? Ja, okay. Ich lasse die mal spielen. Süße Mäuse. Auf jeden Fall, was ich auch gerade schon erzählt habe, auf Instagram. Es ist nicht so sicher, ob unser Container auch dann kommt, wenn wir ihn brauchen. Kann sein, dass sich das alles ein bisschen nach hinten schiebt. Aber wie gesagt, das wissen wir jetzt nicht. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ich bin jetzt gerade schon... müde? Ja, ich bin müde. Es fühlt sich voll komisch an, kann das sein? Für dich nicht? Was fühlt sich komisch an? Wir sitzen gerade seit gefühlt eine Stunde, anderthalb, so ruhig am Computer und keiner meckert. Moritz schläft in die Kleinen ab. Die Kleinen arbeiten wohl beim Spiel. Die Kleinen arbeiten. Wir hatten da schon ewig nicht mehr, dass wir in Ruhe einfach sitzen konnten hier. Ja, einfach mal beide Homeoffice so ein bisschen und sich um den Umzug aber kümmern. Aber sowas von, beide gleichzeitig so. Ich bin gerade dabei, dieses Video schon zu schneiden. Und ich wollte auch noch mal kurz euch sagen, schreibt all eure Fragen zum Thema Auswandern in die Kommentare. Ich kriege immer noch Nachrichten, hä, ihr zieht aus, ihr wandert um, wo geht's hin, was ist da los? Irgendwie ist es doch noch nicht bei allen angekommen und immer wieder die gleichen Fragen. Vielleicht machen wir deswegen nochmal ein Video. Schreibt das gerne unten, wie gesagt, in die Kommentare. Und ich würde dieses Video jetzt fertig machen, damit ihr es morgen sehen könnt. Und wir haben jetzt noch genug zu tun. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao.